durchgefahren sind. Werden wir sehen, ob sie den ersten Test dann überstehen. Ja, man merkt, je mehr Technik man einbaut, desto schwieriger wird es, sie zu kontrollieren. Ah, Funken fliegen. Mal gucken, was passiert. Werden die Hände ein bisschen nachgeschärft, kann man sagen. Länger als 10 Sekunden darf man nicht halten, da muss man wieder lösen. Okay, die Funken fliegen. Bis er durch 5 mm Stahl durch ist, dauert das ein bisschen was, da könnten wir uns eine Stunde hinsetzen. Aber schön zu sehen, die schenken sich nicht. Man sieht sehr schön, wie der Hebelarm hoch und runter geht, den Gegner festklemmt und dann versucht ihn anzusägen. Gelöst, obwohl er ganz klar den Kampf dominiert hat, ist für ihn der Kampf vorbei. Das war's.